Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Kornhub. Wir schauen uns jetzt das Skript-Baumenü Zoom an in der Version 1.0. Das Ganze kommt von Exil, wie man so immer ausspricht, also A-E-K-Z-L. Gibt es nur für PC/Mac, logischerweise, weil es ein Skript ist. Einmal aktivieren und ihr habt es in euren Safe-Game mit drin. Und das Skript ist so simpel, wie es der Name sagt, denn es fügt euch im Baumenü einen verbesserten Zoom mit ein, in beide Richtungen, also sprich nah dran und weit weg. Ihr wisst ja, der LS selber ist, ja, also das Baumenü selber ist ja auf eine gewisse Zoomgrad begrenzt, immer nach außen und immer nach innen, und dieses Skript fügt euch einfach nur mehr Zoom nach innen bzw. mehr Zoom nach draußen ein, sodass ihr jetzt hier zum Beispiel das als maximalen Range Zoom nehmen könnt und habt damit den Vorteil, dass ihr, wenn ihr hier zum Beispiel irgendwo so ein riesiges Ding platzieren wollt, immer einen wunderschönen Überblick habt, ob das passt oder ob es dementsprechend nicht passt. Großartige Sache, oder? Ihr könnt dann natürlich weiterhin hier alles so machen, wie ihr es immer gemacht habt, ne? Und habt damit jetzt nicht mehr das Problem zu sehen, passt das jetzt hier hinten, passt das jetzt hier vorne. Dank dieser Zoom-Stufe hier, die wirklich enorm ist, nach oben hinweg, könnt ihr immer sehen, was Phase ist, und könnt dann hier zum Beispiel mehr oder weniger gerade, ne, eine Halle platzieren, sodass das Ganze so passt, wie es passt. Wenn ihr aber auch kleinere Elemente mal platzieren wollt und ihr müsst sehr, sehr nah ran, weil die Elemente halt übelst klein sind. Ich habe jetzt hier standardgemäß zum Beispiel diese kleine Antenne. Habt ihr jetzt auch die Möglichkeit, hier ewig weit ran zu zoomen. Das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen noch gar nicht so krass gerade mal eben erscheinen, ist es aber, weil so nah kommt ihr definitiv mit einem normalen Dings nicht mit ran. Also von daher könnt ihr dann jetzt hier, gerade bei kleineren Elementen, zum Beispiel habt Hydranten oder was weiß ich, oder irgendwelche Ladestationen, und ihr müsst das auf einen Millimeter irgendwie irgendwo genau machen, habt ihr da jetzt hier aktiv die Möglichkeit, das Ganze auch sehr, sehr nah mit ran zu zoomen. Am besten funktioniert das, denke ich, hier bei unseren Player-Charakteren. Ihr seht, ich kann hier so weit ranzoomen, dass er eigentlich schon durch den Charakter geht, kann aber hier mit der Kamera das Ganze natürlich immer noch bestimmen, ne, tun und machen und lassen in dem Falle. Also ganz nach draußen und hier extrem nah ran. Ihr wird sicherlich für die einen oder anderen, die öfters im Baumenü unterwegs sind, um irgendwelche Dekorationsgeschichten wie hier Zäune, Tore oder sonst was zu ziehen, eine interessante Geschichte sein, beziehungsweise ja, einen Vorteil haben, also ein nettes Komfort-Feature in dem Falle, um ihre Gegenstände / Elemente hier wirklich auf Millimeter genau zu nehmen. Oder auch, wenn ihr irgendwelche Bodenanpassungen macht, kommt ihr jetzt, wie ihr seht, übel nah ran, ne, und könnt dann auch besser abschätzen, ist das jetzt gerade, passt das so, muss ich jetzt hier noch weitermachen, etc. etc. Ne, also hat wirklich seine Vorteile hier das Ganze. Und vielleicht ist es ja dementsprechend für den ein oder anderen etwas, ebenfalls nur halt für PC-Spieler, versteht sich soweit. Das Ganze geht im Singleplayer, das Ganze geht im Multiplayer. Müsst ihr euch also in dem Falle auch keine großartigen Gedanken drum machen. Ja, deswegen, mehr gibt es nicht zu erzählen. Logilog ist sauber. Wir reden hier von 21 Kilobyte, also auch eine ganz, ganz angenehme Geschichte. Von daher passt. Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung da mit verlinkt. Ich danke wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst einen Daumen Schnauber da, wenn es euch gefallen hat. Nee, und bis denne, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.